Besucheransturm an Deutschlands Küsten. Die ersten Ostseebadeorte machen wegen Überfüllung dicht. Facebook lenkt ein. Nachdem sich Werbekunden zurückzogen, kündigt das Unternehmen an, mehr gegen Hass im Internet zu tun. Es ist eine Menge los auf den Straßen, denn Deutschland entdeckt zu Ferienbeginn heute gerade seine Urlaubsregionen wieder. Schon musste der eine oder andere Badeort an der See wegen Überfüllung schließen. Eingeschränkt bleiben nur die Bewohner aus sogenannten Corona-Hotspots. Bund und Länder haben sich aber darauf geeinigt, dass auch die reisen und beherbergt werden dürfen, wenn sie negativ getestet wurden. Wie die Familie aus Gütersloh, die Lothar Becker getroffen hat. Familie Wördemanns erste Station ihrer Urlaubsreise führt heute zum Corona-Drive-In-Test in Gütersloh. Binnen 24 Stunden sollen die Ergebnisse dann vorliegen. Wir fahren jetzt erst nach Borlefzen, das ist ja noch in Nordrhein-Westfalen. Da dürfen wir auch ohne Test noch drauf. Wir mussten auch einen Fragebogen ausfüllen, dass wir halt nicht im Kontakt hatten in den letzten 14 Tagen mit einem Covid-19-Infizierten. Und warten dann da den Test ab und fahren dann weiter nach Kappeln und dann eventuell weiter nach Dänemark. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann dankt bei einem Besuch den Einsatzkräften von Bundeswehr, THW und Rettungsdiensten. Die aktuelle Zwischenbilanz der Massentests zeigt, dass 8.400 Menschen mittlerweile getestet worden sind, immer mal runde Zahlen. Und wir 4.140 Testergebnisse haben, 4.250 sind noch nicht untersucht, oder die Untersuchungen liegen noch nicht vor. Aber man hat bei diesen vielen Menschen nur 9 Menschen gefunden, die positiv sind. Alle anderen können mit gültigem Testergebnis in den Urlaub starten. An Nord- und Ostsee wird es jedoch schneller voll als sonst. Mundschutz und ein Nasenschutz ist nicht notwendig, aber man soll sich regelmäßig die Hände waschen. Und der gebotene Abstand von 1,5 Meter ist natürlich einzuhalten. In Scharbeutz an der Ostsee wurden daher Zugänge zu Stränden geschlossen und der Verkehr umgeleitet. Bei bestem Wetter war der Andrang von Tages- und Feriengästen zeitweise schlicht zu groß. Nach lokalen Corona-Ausbrüchen wie in Gütersloh hat sich die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland erhöht. Hier die aktuellen Zahlen. Im Durchschnitt der vergangenen 7 Tage steckten sich täglich 530 Menschen neu mit dem Virus an. Gestern waren es 510. Wer darf wohin reisen? Die EU diskutiert gerade, was künftig für Bürger aus Ländern außerhalb der Union gilt. Der aktuelle Einreisestopp läuft Ende Juni aus und jetzt ist offenbar eine Einigung in Sicht. Wichtigstes Kriterium soll die Zahl der Corona-Neuinfektionen sein. Wenn ein Staat ungefähr auf EU-Niveau oder besser liegt, dürfen seine Bürger einreisen. Außerdem will sich die EU anschauen, wie konsequent das Land mit der Corona-Krise umgeht. Damit scheint so viel schon einmal klar. Die EU-Grenzen bleiben für Bürger etwa aus den USA, aus Brasilien und Russland wahrscheinlich dicht. Die müssen also vorläufig wohl draußen bleiben. Stefan Leifert in Brüssel. Lassen die sich das Einreiseverbot so ohne weiteres gefallen? Ja, diesen Ländern wird nichts anderes übrig bleiben. Aber natürlich ist hier in Brüssel und den EU-Hauptstädten jedem klar, wie politisch aufgeladen diese Entscheidung ist. Deswegen hat man sie sich auch nicht leicht gemacht. Im Falle der USA wird man wohl den Preis bezahlen, dass es weitere politische Spannungen gibt und auch wohl den Preis bezahlen, dass EU-Bürgern ihrerseits die Einreise in die USA erstmal weiterhin verwehrt bleibt. Das heißt, eine Urlaubssaison zwischen EU und USA wird es bis auf Weiteres nicht geben. Seit Tagen ringen die EU-Staaten in Videokonferenzen und physischen Präsenzkonferenzen immer wieder um eine Liste mit Namen, mit Ländernamen und mit Kriterien, die dann ab dem 1.7. gelten sollen. Und die Interessenunterschiede innerhalb der EU-Staaten, die sind gewaltig. Es gibt eine Fraktion von Nordländern vor allem, die für einen sehr rigiden Einreisekurs plädiert haben. Auf der anderen Seite viele Südländer, die sehr vom Tourismus abhängig sind, wie Portugal oder Griechenland, die eher für einen Öffnungskurs plädiert haben. Diese Interessenunterschiede auszugleichen ist jetzt das Ziel bis Montag. Bis dahin soll die Liste endgültig stehen. Im Moment reden wir ungefähr über 15 bis 20 Länder, für die wieder geöffnet werden soll, darunter Südkorea, Australien oder Neuseeland. Also durchgesetzt hat sich eher die rigide Fraktion. Die EU bleibt also Corona-bedingt erstmal bis auf Weiteres auf Abschottungskurs. Danke für die Aufklärung, Stefan Leifert aus Brüssel.
Corona ist teuer für das Gesundheitssystem. Tests, Behandlungen, Medikamente kosten Milliarden. Für arme Länder ist das kaum zu schaffen. Deshalb hat die EU gemeinsam mit einer Hilfsorganisation eine virtuelle Geberkonferenz organisiert. Dabei kamen mehr als 6 Milliarden Euro zusammen. Ein Ziel ist es, dass künftige Impfstoffe für alle weltweit zur Verfügung stehen. Schon lange steht Facebook in der Kritik, weil der Konzern zu wenig gegen Fake News und Hassbotschaften unternimmt. Jetzt hat Firmengründer Zuckerberg angekündigt, Posts, die diskriminieren oder zu Gewalt aufrufen, von der Plattform zu entfernen. Ein Grund könnte der Boykott von wichtigen Werbekunden sein. Dazu gehört der Unilever-Konzern mit Marken wie Langnese, Pfanne oder Korallwaschmittel. Auch der Autobauer Honda will keine Werbung mehr auf Facebook schalten. Und Coca-Cola zieht als Zeichen gegen Rassismus inzwischen nach. Anselm Stern. Hass, Hetze und Lügen im Netz weit verbreitet. Auch bei Facebook. Der Chef Mark Zuckerberg steht deshalb gewaltig unter Druck und verspricht jetzt, Aufrufe zur Gewalt zu löschen und Falschmeldungen klar zu kennzeichnen. Es gibt keine Ausnahme bei Inhalten, die etwa Gewalt fördern oder das Wahlrecht unterdrücken, auch nicht, wenn sie von Politikern kommen. Politikern wie Donald Trump, der bereits ordentlich Ärger hat mit Twitter. Trump behauptete hier, Briefwahl würde zu Betrug führen. Der Kurznachrichtendienst belegte den Präsidenten-Tweet mit einem Warnhinweis. Falsche Fakten anprangern, das will jetzt auch Facebook nach sehr langem Zögern und erst nachdem sich immer mehr zahlungskräftige Firmen distanziert haben. Ja, Facebook reagiert leider immer erst, wenn das Unternehmen mit dem Rücken zur Wand steht. Das sehen wir auch in diesem Fall. Große Werbekunden haben damit gedroht, zukünftig nicht mehr bei Facebook zu werben, wenn Facebook dieses Problem nicht in den Griff bekommt. Und das sollte uns zu wundern geben, dass wir als die Nutzer nicht so einen großen Druck haben. Wirtschaftlicher Druck also hat offenbar zur Facebook-Kehrtwende geführt. Die große Frage jetzt, inwieweit die verschärften Regeln auch tatsächlich umgesetzt werden, um Hass und Lügen im Netz stärker zu bekämpfen. Viel Wind und Sonnenschein haben die Produktion von Ökostrom auf einen Halbjahresrekord getrieben. Nach Angaben des Energiekonzerns E.ON sind von Januar bis Juni rund 126 Milliarden Kilowattstunden grüner Strom ins Netz eingespeist worden. Das sind 7% mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Menge an Ökostrom reiche rechnerisch aus, um den Strom sämtlicher Haushalte in Deutschland und den Niederlanden für das ganze Jahr zu decken. Die Deutschen und die Ferien, das Thema dieser Tage zu Beginn und auch gegen Ende dieser Sendung. Nie waren die Deutschen so ratlos, was ihren Sommerurlaub angeht. Corona hat die Reisegewohnheiten radikal durcheinandergewirbelt. Auf der Gewinnerseite ganz klar die Campingbranche. Millionen sind mit dem Wohnmobil, dem Wohnwagen oder dem Zelt unterwegs. Über den Campingboom Jana Becker. Philipp und Kim Nina hat es zum Campingurlaub nach Meerbusch bei Düsseldorf verschlagen. Sie haben sich vor 2 Monaten einen eigenen Wohnwagen zugelegt, nachdem im Mexiko-Urlaub storniert wurde. Und so haben wir uns dann gedacht, Camping ist wieder unsers und haben uns dann kurzfristig dazu entschlossen. Hier weiß man, wer dann das Bett halt genutzt hat vorher. Und das versprüht zumindest eine gewisse Sicherheit, würde ich sagen. Auch vielen anderen geht es darum, in Corona-Zeiten sicher zu reisen. In den Sanitäranlagen muss man ein bisschen vorsichtiger sein, dass nicht zu viele Leute auf einmal da reingehen. Aber ansonsten hat man eine eigene Parzelle, hat auch genug Platz hier. Die meisten Urlauber reisen nicht mit Zelten, sondern im Wohnwagen oder Wohnmobil an. Campingplatzbetreiber Rainer Breitbach profitiert von der Corona-Krise. Die 300 Stellplätze sind aktuell fast vollständig belegt. Die Leute wollten raus, wollten in die frische Luft, wollten in die Natur. Und das haben wir wirklich verstärkt zu spüren bekommen. Ein Großteil wohnt selbst in NRW und musste nicht weit fahren. Auch bundesweit setzen die Deutschen auf Campingurlaub im eigenen Land. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Übernachtungen bei 31 Millionen. Die Corona-Krise verstärkt diesen Trend. Allein in den letzten 6 Wochen hatten wir ein Wachstum von fast 300% bei den Nachfragen nach deutschen Campingplätzen. Kim Nina und Philipp haben noch einen Stellplatz im eigenen Bundesland ergattern können und freuen sich über ihren Ferienstart.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Tief Silvia schickt uns morgen seine Kaltfront. Und die räumt dann auf mit der schwülen Hitze in Mitteleuropa und vertreibt die auch aus Ostdeutschland. Und zwar mit kräftigen Schauern und Gewittern. Aber kräftige Schauer und Gewitter gab es ja auch heute schon. Das ging am Vormittag bereits in den Mittelgebirgen los. Später dann auch in Bayern und in Baden-Württemberg. Auch zwischen Hamburg und Bremen und in Schleswig-Holstein gab es kräftige Gewitter. Es war also vor allen Dingen der Westen und der Süden Deutschlands betroffen. Und das bleibt jetzt auch am Abend noch so. In der Nacht lassen die Gewitter aber mehr und mehr nach. Die Nacht wird lau. Die Temperaturen sinken häufig nicht unter 19 bis 15 Grad. Und einzig an den Alpen wird es mit 12 Grad kühler. Diese Kaltfront macht sich morgen schon in Westdeutschland bemerkbar. Da klettern die Temperaturen auf angenehme 18 bis 24 Grad, während es im Osten noch mal schwülheiße 25 bis 31 Grad gibt. Deswegen sind dort morgen auch die Schauer und Gewitter am heftigsten. Das können wieder Unwetter sein. Und an den Alpen gehen die dann zum Teil gleich in Dauerregen über. Der Montag bringt Regenschauer und Gewitter im Süden, der Dienstag Regen und Wind an der Küste und der Mittwoch die Wärme. Schönen Abend noch.